Siehst du da drüben den Fluss, Alexander? Er bildet die Grenze Lydiens, das von König Martius beherrscht wird. Wann wirst du erkennen, dass es sinnlos ist, dich Zeus, dem Herrscher des Olymps, weiter zu widersetzen und seinen Zorn noch mehr herauszufordern, zumal sein Zorn berechtigt ist, da du ein göttliches Geheimnis verraten hast? Nur seiner bewundernswerten Langmut ist es zu verdanken, dass er mich jedes Jahr hierher schickt, in der Hoffnung, dass du deine frevelhafte Tat bereust und er dich von deinen Qualen befreien kann. Du kennst mich, Hermes, spare dir deine Worte. Mit der falschen Langmut deines Herrn kannst du mich nicht zur Reue bewegen. Sag deinem olympischen Gebieter, dass ich den Adler segne, der mir die Leber zerfrisst. Die Kälte segne, die mir die Knochen gefrieren lässt. Und die Sonne, die mir Hirn und Fleisch ausdörrt. Das alles bereitet mir weniger Qualen, als Reue zu zeigen und um Gnade zu winseln. Und hier hast du meine Antwort. Sage deinem olympischen Gebieter, ich, Prometheus, Sohn des Uranos, brauche nicht das Mitleid eines Zeus. Und das ist meine Stärke. Nie wird er mich bezwingen, weder mit der Kraft seiner Göttlichkeit, noch mit der Gewalt seiner Blitze. Schade, dass ein Mann von deinem Mut ein solches Schicksal wählt. Ich bedauere dich, Prometheus, und doch muss ich dich bewundern. Obwohl du wusstest, Zeus würde es dir nie verzeihen, wenn du den Menschen das Feuer bringst, hast du es trotzdem getan. Du wolltest den Menschen helfen, und was hast du erreicht, dass sich Zeus von heute an gegen sie wendet?